Hier nicht mit Sarah. Pass auf. Ihr beide könnt euch auch absprechen. Es gibt diesmal keine Einzeleinsätze, was die Schlusswette betrifft und was die Wetteinlösung betrifft. Am Ende seid ihr alle dran, die die Wette verloren haben. Also sprecht euch ab. Ist es möglich, dass Samuel über fünf Autos springt? Autos in 4 Minuten. Fünf Autos in 4 Minuten. Autos werden immer größer. Samuel bleibt gleich groß. Oh je. Die Autos hintereinander oder? Naja, immer am Stück. Also er springt durch das erste. Dann kommt's zweite. Also wenn er die Stelzen danach bekommt, damit er auch so groß ist, gewinnt er. Dann bin ich für ihn. Okay, ich glaube, er schafft es. Ja. Gut, beide sind sich einig. Ja. Das heißt, wir wünschen dir jetzt alles Gute. Und eines musst du mir versprechen, wenn du den Eindruck hast, du schaffst es eventuell nicht, aber bevor du am Scheibenbücher klebst, brichst du ab. Kommt überhaupt nicht in Frage. Gut, okay. Dann sag das mir bitte, ist der Start. Hier ist deine Fangruppe. Thomas. Wir bleiben hier, weil es ist wir stellen ihn nachher noch ein bisschen ausführlicher vor. Aber er hat extra gesagt, ich bin in einer Konzentrationsphase. Ich muss mich auf diese Sache einstellen, psychisch. Also labert mich nicht zu lange voll. So, jetzt geht er an den Start. Konzentrier dich, solange du willst. Gib mir einfach ein Zeichen, dass du soweit bist. Dann sage ich, top, die Wette gilt. Und du wirst dann die Autos selber starten lassen. Damit das vom Timing her genau funktioniert. In eines der Autos ist sogar der Vater mit dabei. Ja, Party ist. Thomas. Michelle? Ich will es nicht sehen. Ich würde es auch nicht machen. Fünf Autos. Er springt über jedes und gibt mir jetzt das Zeichen und ich sag, top. Die Wette gilt. Jetzt hat er das Timing. Noch viermal. Zeit läuft. Eins hat er geschafft. Okay, jetzt hat er noch einen Versuch, also es ist kein Problem, er muss nur in der Zeit bleiben. In der Zeit. Großer Applaus. 3 Minuten, knappe 3 Minuten. So, ich glaube, jetzt kommt Fatih, oder? Nein, das vierte Auto ist Fatih. Das ist das vierte Auto. Das ist Fatih, ja. Ja. Was für ein Gefühl muss das für diesen Vater sein, wenn ihm sein eigener Sohn vors Auto läuft? Getan? Nein, nein. Sofort den Arzt, bitte. Sofort ein Arzt. Ja? Sofort ein Arzt. Martina! Martina! Hilfe, ich hab. Er hat's bei den Proben jedes Mal geschafft. Ah.
Ach, es ist. Okay, hoch. Ach, wir haben's. Hm? Naja. Jetzt sagt aber, dass alles okay ist. Ist er? Also sagt uns gleich, wenn er okay ist. Oh. Wir haben es ein paar Mal geprobt und er hat es immer geschafft eigentlich. Und einmal hat es ihn auf den Hintern gesetzt, aber da ist er sofort wieder aufgesprungen. Sagt uns, ob alles okay ist, bitte. So, dann können wir jetzt nur hoffen, dass das ohne größere Konsequenzen, natürlich würden wir Sie auf dem Laufenden halten, aber es ist nicht ganz einfach, jetzt in der Situation einfach so weiterzumachen, als wäre nichts, bevor wir nicht wissen, dass es ihm okay geht. Nein, wir müssen wissen. So. Ja, könnt ihr mit ihm sprechen? Puh. Ah, es war eine gefährliche Wette, wir haben es ihm immer auch wieder gesagt, aber er ist natürlich auch so gut trainiert gewesen und hat immer gesagt, er hat das im Griff und ich hoffe, dass jetzt da... Gut. Ein Tuch, wir brauchen ein Tuch, ein bitte. Wenn das alles ist, dann... Wir brauchen ein Tuch. Gut, also, schnell. Dann können wir... Ein Tuch, dann ist nun noch eine Trage. Oh. Und eine Lampe. Also, ich mache das hier nun wirklich schon 20 Jahre und wir haben schon viele gefährliche Situationen gehabt. Ich hoffe nicht, dass es jetzt eine Situation gibt, die ernst ist. Zumindest sieht sie ernst aus. So. Aber. Naja, jetzt. Ach so, ja, mach mal die Kamera weg. Das ist jetzt nur. Das Kamera ist nur das Licht, also da ist keine. Das ist nur das Licht. Wir brauchen das Licht jetzt. So. Frank, da darf ich jetzt bitte auch mal von der Regie um einen Hinweis bitten, wie wir jetzt weitermachen. Weil ich kann jetzt schlecht. Ja, Thomas, ja. Wir haben im Moment in Mainz, hätten wir ein Ersatzband vorliegen, wo wir uns dann kürzlich zurückmelden, wenn es dann soweit wäre, dass wir dann hier weitermachen. Genau, ja, ich glaube auch nicht, dass ich jetzt in der Situation. Wir melden uns dann per Schiffanwendung Eben ja, genau. Ich kann jetzt nicht so weiter moderieren, als wäre nichts passiert. Und wir hoffen natürlich, dass das, was passiert ist, auch... Ja. Gut. So, ja, meine Damen und Herren, Sie sehen, also das ist Live-Fernsehen. Wir haben es in den Proben mehrfach... Thomas, kurz die Verabschiedung in die Kamera, dass wir uns... Ach so, ja, okay. Ja, meine Damen und Herren, Sie haben es gesehen. Also wir wollen auf gar keinen Fall jetzt in einer Situation, wo hier wirklich ein Notfall vorliegt. Und Sie haben gesehen, wie es dazu gekommen ist. Einfach weitermachen mit Jux und Dollerei. Wir wollen uns ganz klar vergewissern, dass der junge Mann in Ordnung ist, dass Samuel gut geht. Und dann können wir wieder weitermachen und fröhlich sein, vorher nicht. Und wir bitten Sie, dies zu entschuldigen. Und bis dahin zeigen wir etwas anderes, weil wir hier, wie gesagt, im Studio in der Live-Situation einfach nicht weiterspielen können, wenn wir nicht wissen, wie es unserem Kandidaten geht. Dankeschön, bis gleich, hoffentlich.